Hallo ihr Lieben, heute geht es um Lifehacks und Tipps aus dem Internet von Bekannten und von Abonnenten, die ich unbedingt mal ausprobieren wollte, besser gesagt auf Herz und Niere prüfen wollte, denn im Internet wird uns ja einiges versprochen bezüglich solcher Küchen- und Haushalts-Lifehacks, aber funktionieren die auch wirklich? Das ist hier die Frage. Jetzt werdet ihr gleich sehen, ob diese Tipps wirklich funktionieren oder nicht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und wir sehen uns dann gleich. Größere Mengen an Pistazien auf einmal schälen soll mit diesem Trick möglich sein. Dafür geben wir in ein etwas höheres Gefäß eine Handvoll Pistazien und zwei Walnüsse und verrühren das Ganze mit einem elektrischen Mixer auf höchster Stufe. Das erweist sich schon mal als sehr schwierig. Ich kann ja kaum das Gefäß festhalten. Auch nach langem Rühren erreiche ich rein gar nichts, nicht eine einzige geschälte Pistazie, also ein absoluter Fail-Tipp. Mit dem zweiten Lifehack soll man gekochte Eier mühelos schälen. Dafür einfach das gekochte Ei in ein Glas mit kaltem Wasser und fest zuschrauben. Dann einfach schütteln und schütteln, was das Zeug hält. Noch mehr schütteln und noch mehr schütteln. Erwarten tue ich jetzt ein wunderbar gepelltes Ei, doch leider hat mich auch dieser Lifehack etwas enttäuscht, denn das Eiweiß klebte immer noch an der Schale und somit ging auch das Ei kaputt. Also lieber das Ei kalt abschrecken und dann sehr, sehr vorsichtig pellen. Halt die klassische Methode. Ob der nächste Lifehack funktioniert, darauf war ich wirklich total gespannt. Knoblauchzehen in einem Glasgefäß mit Schraubverschluss schütteln, diesmal natürlich ohne Wasser. Und angeblich sollen die Knoblauchzehen dadurch ganz einfach geschält werden. Schon nach der ersten kurzen Schüttelrunde erziele ich Erfolge. Zwei geschälte Knoblauchzehen und den Rest schüttle ich einfach noch einmal kurz und das dauert auch wirklich nicht lange. Die anderen waren danach ebenfalls geschält. Also ich meine damit auch die dünne Haut von dem Knoblauch. Es wird alles komplett gepellt und man kann die geschälten Knoblauchzehen gleich in diesem Glas aufbewahren im Kühlschrank. Ein absolut top Lifehack. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Auf jeden Fall eine sehr praktische Sache für die Küche. Bei dem nächsten Lifehack geht es um Avocado. Leider reift sie nicht immer gleichmäßig und ist oben am Stiel schon weich und unten noch hart. Deswegen einfach in etwas Zeitungspapier einwickeln. Dadurch reift sie gleichmäßiger und auch etwas schneller. Das mache ich schon seit Jahren so und es klappt wirklich einwandfrei. Während ich die Avocado gefilmt habe, sah ich ein Huhn auf der Straße laufen und ja, sowas sieht man ja auch nicht alle Tage, deswegen wollte ich das mal festhalten. Da habe ich mich ablenken lassen und schon ist es passiert, das Essen ist angebrannt und zwar richtig schwarz. Das ganze Rauskratzen nützte auch nichts mehr. Was ich von meinem Bohnenessen noch retten konnte, habe ich gerettet. Ansonsten musste der Topf jetzt irgendwie sauber werden. Da soll etwas Backpulver helfen und zwar ein ganzes Tütchen. Wasser darauf, bis das Ganze abgedeckt ist und dann das Ganze kochen lassen. Zugedeckt, ein paar Minuten köcheln und tja, was soll ich sagen? Es hat super funktioniert. Der gröbste Dreck ließ sich sofort rauskratzen und schon nach wenigen Minuten war der schwarz angebrannte Topf wieder blitzeblank sauber. Und das Ganze ohne aggressive Reiniger. Um natürlichere Alternativen geht es auch beim nächsten Lifehack, nämlich Essigessenz als Weichspülerersatz und zum Reinigen der Waschmaschine. Ein Tipp von einer lieben Abonnentin, der wirklich super funktioniert. Die Wäsche bekommt eine angenehme Frische, ohne nach Essig zu stinken. Genaueres dazu schreibe ich euch aber nochmal unten in die Infobox. Beim nächsten Lifehack kommt eine Tüte Backpulver wiederum mit etwas Essig zum Einsatz, um verstopfte Waschbecken oder Spülbecken zu reinigen. Ein Tütchen Backpulver und 100 ml Essig in den Ausguss gießen. Darauf ca. 1,5 bis 2 Liter kochendes Wasser und anschließend mit kaltem Wasser nachspülen. Funktioniert relativ gut. Bei sehr starken Verstopfungen ist es aber leider nicht ausreichend. Da braucht man schon richtige Rohrreiniger. Jetzt nur noch ein kleiner Tipp von mir, den die meisten von euch wahrscheinlich eh schon kennen. Fenster reinigen einfach nur mit einem nassen Lappen ohne irgendwelche Spülmittel und dann polieren mit Zeitungspapier. Funktioniert super und übrigens auch für Schreibtafeln ist Zeitungspapier ein Wundermittel. Unbedingt mal ausprobieren. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und vielleicht ist der eine oder andere nützliche Tipp für euch dabei.
Wenn ihr selber auch Tipps habt für die Küche oder den Haushalt, die wirklich gut funktioniert haben oder ganz im Gegenteil euch total enttäuscht haben, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Über einen Daumen hoch fürs Video freue ich mich natürlich sehr und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere interessante Videos und für leckere Rezepte. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Bis dann! Der Herbst ist da. Deswegen auch herbstliche Dekoration. Das Wetter ist kalt, es regnet draußen. Tolles Wetter. Ich vermisse den Sommer. Aber gut, man kann es ja nicht ändern.